Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch. Puff, puff, puff. Der siebte, dritte, glaube ich. Hey, mein Mäuschen. Es regnet heute. Heute ist richtig schlechtes Wetter. Also wirklich schlecht. Wenn man bedenkt, die letzten Wochen waren so wunderschön mit Sonnenschein und es war zwar kalt und so, aber heute regnet es die ganze Zeit. So Nieselregen und graue Wolken und so weiter. Ich habe gerade Haare gewaschen, deswegen sehe ich noch so ein bisschen puffy aus. Und ja, Bitchy möchte eigentlich gerne raus. Aber mein Schatzi, es ist nicht so gutes Wetter. Und dein Holzding wird da draußen nass. Ist auch nicht gut, ne? Naja, wir hatten ihr so aus dem Baumarkt so einen Holzscheit gekauft, damit sie mal ein bisschen kratzen kann. Weil sie ja so lange Krallen hat. Sie hat ja nichts, um die abzuwetzen, außer am Kratzbaum. Und das reicht manchmal nicht. Katzen, die draußen sind, die können das ja an Bäumen machen und so. Aber irgendwie hat sie das für sich noch nicht entdeckt. Naja, wir lassen ihr das jetzt über den Frühjahr nochmal auf dem Balkon liegen. Und dann, ja. Und hier haben sie so ein Gerüst aufgebaut, weil sie die Fassade jetzt neu machen in den nächsten Monaten. Und wir sind so froh, dass unser Balkon im Dach integriert ist, weil wir sind damit überhaupt nicht beeinträchtigt, weil die ja, Hausgesellschaft hatte halt geschrieben, ja, wir sollen die Balkone räumen und so und sie müssen da ran und so weiter. Und ich bin echt ganz froh, weil ich wollte dieses Frühjahr endlich mal den Balkon machen. Genau, also richtig. Und mit Pflanzen dieses Sommer und mit so einer Kiste und all das. Und ja. Deswegen bin ich da ganz froh drüber, dass wir da eigentlich nicht mit involviert sind. Bis jetzt jedenfalls. Ja. Und ja, eigentlich sieht mein Tag heute so aus, dass ich nachher zur Spätschicht gehe. Und bis dahin möchte ich noch ein bisschen was erledigen. Zumal nächste Woche so ein bisschen was ansteht. Ich habe noch ein paar Termine. Diese Woche, nächste Woche, letzte Woche. Ja. Gestern habe ich meinen Zahnarzttermin verschwitzt, das erste Mal. Das war mir so peinlich. Es ist mir noch nie passiert, dass mir ein Arzttermin durchgerutscht ist. Und nachmittags rief dann meine Zahnärztin auf dem Handy an und meinte so: Hoff, Sie haben uns vergessen. Und ich so: Ja, verdammt. Oh, das war mir echt peinlich. Aber wir haben jetzt einen neuen Termin gemacht für in 3 Wochen. Und das war jetzt nicht so arg wichtig. Geht ja nur um meinen Vorderzahn, der ein bisschen aufgeheilt werden soll. Und das kann auch noch 3 Wochen warten, wenn meine Termine alle durch sind. Ja. Und die kleine Bitchy Maus, die liegt jetzt hier so. Na, wir waren heute schon sehr, sehr schmusig. Hat schon wieder so viel Dreck im Gesicht. Haben das eure Katzen auch, dass die immer so jeden Tag, ich mache das zweimal am Tag fast weg, dass sie immer so Leckäuglein haben und so immer diese ganze, der ganze Dreck hängen bleibt? Aua. Sie kriegt natürlich, also sie hat natürlich Trockenfutter, sie hat aber auch Nassfutter. Das kriegen ja viele Katzen, weil sie Trockenfutter essen. Aber sie trinkt natürlich auch echt viel. Ne? Sie liebt ja Wasser. Also, ja. Ja, ich mache das jeden Tag sauber, ne? Vielleicht sollte ich mich noch mal informieren, warum das ist. Vielleicht kann man da doch noch mal irgendwas machen. Aber mit Ernährungsumstellung habe ich es ja schon versucht, ne? Sie ist ja absolut biestig. Sie will nur das essen, was sie will. Ja, da hat sie das Sagen, die Hosen an. Ja, ansonsten muss ich mich noch an Karten machen, genau. Ich muss noch 2 Karten für 2 Freundinnen machen zum Geburtstag nächste Woche. Und hier ein bisschen aufräumen noch wieder, die Wäsche nochmal verräumen. Und ja, die Wäsche ist echt so ein Thema, die mir gerade so auf dem Magen liegt. Ich wollte eigentlich den Kleiderschrank sortieren und ausräumen. Und deswegen liegt die ganze frische Wäsche einfach nur rum und wollte ich nicht reinräumen. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Ich habe halt gedacht, du sortierst erst aus und dann räumst du die neue Wäsche ein und bis auf so Kleinigkeiten. Ne? Und jetzt stapelt sich das über alles, wird eigentlich nur noch schlimmer. Und so geht es halt nicht weiter, weil ich auch nichts mehr wiederfinde. Der Wäschekorb überquillt und immer nur vollgestopft wird und wieder zurückgestopft wird. Und Wäsche ist wirklich etwas, was ich absolut hasse an Haushalt. Also ich mache alles, ja, ohne Ausnahme. Aber Wäsche ist etwas, was ich hasse. Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen, Wäsche bügeln, Wäsche in Kleisch. Nee, das ist nicht meine Welt. Also wenn ich könnte, würde ich mir da eine Haushaltshilfe einstellen, die das für mich erledigt und auch vernünftig sortiert und dann eine gewisse Ordnung im Kleiderschrank herrscht. Ja, nein, also das ist so nicht meins. Aber ich muss mich ja irgendwie durchringen und irgendjemand muss es machen und das kann nicht so weitergehen. Deswegen werde ich das jetzt nach und nach angehen. Aber heute stehen erstmal im Fokus die kreativen Sachen, damit ich die hinter mich habe, hinter mir habe. Genau, und genau, werde mir jetzt noch einen Kaffee machen. Ich habe mir heute Morgen schon einen schönen Tee gemacht. Ich habe ein bisschen Ingwer, frischen Ingwer reingeschnitten in meinen Schwarztee, weil ich möchte halt, ja, es sind momentan so viele krank und ich habe auch schon wieder so ein bisschen Schnupfen und ich möchte mich einfach so ein bisschen jeden Tag jetzt nochmal ein bisschen das Immunsystem stärken. Und da hilft ja Ingwer am besten. Und wenn ich so ein bisschen, ja, den mit reinschnippe, passt das ganz gut. Jo, genau, das ist jetzt erstmal das. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann ziehe ich ins Bastelzimmer um.
jetzt habe ich gerade die Zeit genutzt, nochmal schnell die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Da war eh nicht so viel drin, deswegen passte das, weil wir holen immer dann schon das Frische raus und wir nutzen das. Und dann, wenn wir mal einen Tag nicht schaffen, das auszuräumen. Mal so als kleiner, von Hausfrau zu Hausfrau. Wie kriegt ihr hier so die Wachsreste aus den... Das sind hier diese wunderschönen kleinen Ikea-Schälchen. Und ja, ich würde das jetzt in ein Wasserbad stellen und dann versuchen, das mit Zeber rauszuwischen. Weil Wachs in Abguss, ihr wisst, ist wie Öl, sollte man irgendwie nicht. Und ich möchte auch nicht so in die Spülmaschine tun. Das mache ich auch nur, wenn es ganz, ganz wenig Wachsreste hat und sich gar nicht mehr rausmachen lässt. Wir müssen nochmal probieren. Es ist wirklich ein mieses, trübes Wetter. Hier auf dem Rand geht. Hier vorne ist ja trocken. Da wird der Popo nicht so schnell nass. Oh, sie ist auch schon mutig, dass sie auf die nasse Fläche geht. Sie ist einfach zu neugierig wegen diesem Gerüst. Die merkt ja schon, dass da was ist. Ja, ja, schnell wieder auf den trockenen Boden. Da ist auch noch meine Schale. Die will ich dieses Jahr nochmal schön mit Blumen voll sehen. Ja, so ein bisschen Frühlingssachen. Da werde ich demnächst mal schauen, was es so gibt und was ich da machen kann. Momentan ist das Wetter dafür ja nicht geeignet. Es ist hier draußen irgendwie Narzissen und so, ihr wisst schon was, da rein pflanze. Ja, komm lieber rein. Es sind da immer noch Zugänge da unten. Naja. Ja, Joa, ne? Trink mal dein Wasserchen. Und dann machen wir uns das gleich gemütlich, ja? Du bist ganz nass von draußen. Nun bin ich am Basteltisch und jetzt werde ich mal schauen, womit ich anfange. Mir ein paar Beispiele raussuchen und so, weil ich ja jetzt noch die Karten basteln möchte. Da werde ich mich heute jetzt mal kreativ mit austoben, auch wenn ich jetzt gerade total im Aufräumen bin. Und ich könnte jetzt sonst was machen. Ich muss auch hier endlich nochmal weitermachen. Das ist einfach ja, so Stillstand momentan. Aber ich denke mal, wenn nächste Woche die ganzen wichtigen Sachen durch sind und ja... dann auch meine Termine alle durch sind, die Woche nach dem 18. habe ich sicherlich dann wieder Zeit, mich dem Aufräumen zu widmen. Ansonsten kann ich euch aber erzählen, denn wenn das Video online geht, dieses hier, dann ist es nämlich schon passiert, denn Matti und ich, wir fahren nächste Woche, also ich fahre ja am Donnerstag auf die Kreativa, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich fahre ja mit meinen beiden Mädels auf die Kreativa und eigentlich wäre ich Donnerstagabend gerne in Dortmund geblieben, weil wir nämlich übers Wochenende uns entschieden haben, bei der lieben Jenny zu bleiben. Aber das Problem ist da die Bahn. Die sagt, ich kann meine beiden Mädels nicht ohne mich nach Hause schicken, weil alles über mich läuft, ja. Willkommen beim unflexiblen Dienst der Deutschen Bahn. Ja, jedenfalls ging es nicht. Ich kannte die Karten nicht stornieren. Selbst wenn ich das getan hätte, wäre das super teuer geworden. Dann, ja, es ist einfach, es ist total unflexibel, Leute. Es ist total unflexibel. Warum kann man denn nicht die Namen eintragen, die mit einem mitfahren, dass die dann sozusagen im Zweifelsfall auch nur mit meinem Ausweis weiterfahren können und ich einfach nicht mitfahre? Ja, da stellen die sich total quer. Auf jeden Fall ging das alles nicht. Das habe ich jetzt in Erfahrung gestern gebracht. Also fahre ich jetzt wieder mit zurück und fahre Freitag früh um 8:45 wieder nach Düsseldorf. Ja, das ist eine Hinfahrerei. Aber ich denke mal, der Tag wird trotzdem super und wird viel Spaß machen. Ja, und wir fahren halt dann am Freitag zu der lieben Jenny übers Wochenende. Und ich freue mich schon tierisch auf meine Jenny. Ich vermisse sie ja unglaublich schon. Und wir werden am Samstag die liebe Kathi zum Geburtstag überraschen. Denn die erwartet nicht, dass wir kommen. Und das wird eine mega große Überraschung. Und ich hoffe, sie ahnt auch noch nichts. Weil ich muss bei der Story echt... den Mund halten. Und ja, es wird eine Harry Potter Party und ich nehme euch natürlich mit, natürlich. Die liebe Kathi bloggt ja auch, also ich kann euch ihren Kanal unten verlinken. Und ich glaube, sie wird sich darüber tierisch freuen und ich werde diesen Überraschungsmoment natürlich dann auch auf Video aufnehmen. Das hat die Jenny schon gesagt, das müssen wir filmen, ne? Also das ist ja wirklich so. Also wir werden die Reaction aufnehmen und ich hoffe, dass ich nächstes Wochenende ordentlich vloggen kann, weil die liebe Jenny auch nichts dagegen hat. Und als sie hier war, war ich so ein bisschen verhemmt, aber eigentlich... sagt sie, wer hat auch immer Bock da drauf. Also gucken wir mal. So, kleines Update für die Leute, die es interessiert. Ich habe ja gestern das wunderschöne Journal von Jasmin bekommen. Vorgestern sogar schon. Ja, heute schon Mittwoch. Montag kam es an. Es ist so, 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 so toll. Ich weiß, einige von euch wünschen euch dazu eine Review, aber schaut doch mal bei Jasmin da. Ich verlinke euch ihren Kanal unten. Aber natürlich kann ich euch auch gerne zum Buch eine Review geben, wenn ich es durch habe.
Ja, hier gilt ja mein Buju Diary, was ich ja mit euch zusammen gestaltet habe, das Cover. Ich werde es weiterhin als Skizzenbuch nehmen, aber ich bin mit dem nicht so zufrieden. Also die Bindung ist zwar schön hier von Ikea, diese japanische Bindung, aber es ist so steif. Ich kann die Seiten nicht richtig, hier, ihr seht, das klappt hier immer so. Ja, also das wird nicht besser. Es ist hier sehr, sehr eng und das Papier eignet sich dafür auch nicht so gut. Ja, definitiv etwas, was ich nicht wieder kaufen werde. Ich werde schauen, was ich mit den anderen drei mache. Die werde ich wahrscheinlich irgendwie, ja, weiß ich noch nicht. Also das ist ja das, was gekommen ist, was ich mir bestellt hatte, wo ich auch die Hoffnung hatte, dass es gut ist. Und das Papier ist echt super. Ich habe schon angefangen, hier alles vorzuskizzieren, beziehungsweise abzuskizzieren von dem. Ich hatte erst angefangen abzupausen, aber nee. Und da mache ich jetzt nochmal weiter. Ich hänge da echt zurück. Heute ist ja schon der 7. März und ich muss den ganzen Februar nachholen. Ja, aber es ist echt schön. Es lässt sich gut arbeiten und das Gute ist, es lässt sich halt flach hinlegen, ne? Egal wo. Man kann das wirklich sehr gut benutzen. Also das ist hier ja auch eine japanische Bindung und die eignet sich wirklich viel, viel besser. Und ich werde diese Art von Bücher auf jeden Fall nochmal nachbestellen. Die finde ich nämlich echt top. So, dann zu meinem Journal. Ich habe nämlich gestern voller Tatendrang und vorgestern, als das Buch ankam, mein Setup für März endlich aufgesetzt. Ja, ihr werdet auch endlich bald ein Buju-Setup noch bekommen. Und ja, dabei ist mir der Fehler passiert, dass ich die Zeilenabstände nicht gerechnet habe. Ich hatte das Cover, was ich im letzten Monat hatte, einfach übernommen und spiegelverkehrt hier aufgemalt und habe mich verrechnet in den, beziehungsweise ich habe gar nicht gerechnet in den Tagen. Und so musste ich das hier provisorisch und hier noch wegkillern, also mit Tippex. Und ja, ich habe hier Verlust von 7 Kästchen, was echt ein bisschen doof ist. Also ich hätte das anders aufbauen sollen. Hat nicht funktioniert, aber daraus lernt man ja auch. Und hier musste ich Tippexen und alles, naja. Ja, hier ja, steht noch nicht so viel drin. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen angefangen. Hier fange ich an mit so einem Weekly Log. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Ich wollte hier mal ein bisschen aufschreiben, was ich so den Tag erlebt habe. Paar To-Dos, damit ich einfach in der, auch weiß für dieses hier später, was ich eigentlich da reinmalen soll. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, weil ich habe hier zum Beispiel die Seiten, die habe ich überhaupt nicht ausgefüllt. Und das ist total schade, weil das so verschenkter Platz ist. Und deswegen, ja, wollte ich das so Art kleines Mini-Tagebuch, so die wichtigsten Sachen des Tages hier eintragen, damit ich einfach weiß, was passiert ist und kann das ins Buch übertragen, weil ich auch echt jetzt überlegt habe, was hast du den Tag alles gemacht? Was passierte da? Was war so das Highlight des Tages? Das ist echt nicht so einfach. Ja, und dann versuche ich mal jetzt ein bisschen kreativ zu sein, ne? Dann steht schon mein Wasser bereit für mein Aquarell. Ich will nämlich die Titelseite mal aquarellieren. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen an dem hier inspirieren lassen. Bisschen Farbe, bisschen Frühling und wir gucken mal, was daraus wird. Hallöchen, ihr Lieben. Ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt einiges am Laptop gemacht und habe jetzt gerade was gegessen und jetzt bin ich gerade so in, ich bin so in Müdigkeitsstimmung. Ich könnte mich jetzt auf die Couch legen und pennen, ne? Das ist so furchtbar. Wenn ich hier einmal im Monat, ihr wisst schon, was habt, dann bin ich so energielos. Oh, wem geht's noch so? Ich bin dann immer furchtbar müde. Also das ist so das Hauptding, echt so. Manchmal habe ich auch Schmerzen, manchmal habe ich auch, ist mir auch schlecht, aber am meisten habe ich immer die Tage vorher totale Energielosigkeit. Das ist richtig schlimm. Ja, und besonders wenn das Wetter noch so ist wie heute. Ja, eigentlich müsste ich noch was erledigen, aber ich überlege, ob ich das wirklich auf morgen verschiebe und die Stunde nicht eher losfahre, damit ich einfach noch ein bisschen mich hier ausruhen kann. Und ich glaube, es war gerade ein Fehler, das Fertigessen zu essen. Meine Ernährung, meine Verdauung wird es mir gleich danken. Ich weiß schon, dass es an manchen Tagen eher sinnlos ist, das zu machen, aber ich habe mir ein großes Glas Wasser gemacht mit meinen Schüsslers und dann hoffe ich, dass es mir wieder besser geht. Ich glaube, ich werde auch nachher noch mal ein bisschen Ingwer mit zur Arbeit nehmen und mir den in den Tee hauen. Weil irgendwie muss ich dem entgegenwirken, dass ich mich gerade so schlapp fühle. Und ich habe keine Lust, dass dann mein Immunsystem sagt, oh ja, wir fühlen uns gerade schlapp, jetzt kommt die Erkältung. Ich habe jetzt hier gerade noch ein bisschen meine Papiere sortiert. Also die Sachen, die ich schon vorgestanzt habe und die Sachen, die ich vorgestempelt habe, habe ich jetzt sortiert. Also, ne, ich habe jetzt hier so diese extra Papiere in eine extra Box und halt alles, was schon ausgestanzt ist, in eine extra Box. Und dann werde ich jetzt anfangen, die Karten, so dass ich wenigstens das schon mal fertig habe, beziehungsweise angefangen habe, weil das ja wirklich, das ist halt echt doof. Ich habe so richtig Lust drauf, aber für die Person zu individualisieren, was ich da jetzt gerne für sie anfertigen will, finde ich immer, ist so eine Riesenüberlegungssache. Geht es euch auch so oder legt ihr einfach los? Ich habe schon so eine grobe Vorstellung, aber irgendwie brauche ich ja so ein bisschen Anreiz dafür oder so ähnlich. Solche Tage gibt es ja auch. Dafür geht es mir aber schon viel besser. Also mir geht es viel besser als im Vlogmas. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ich fange wieder an wie im Vlogmas.
bisschen. Ja, das sind die Fassadenleute. Oha, ich hoffe nicht, dass das in Zukunft noch lauter wird. Also noch geht es, hält es sich in Grenzen, die Geräusche, aber naja, ich hoffe nicht. Okay, gut. Es ist auch irgendwie direkt unter uns. Vielleicht sind es auch die Jungs, ich weiß es nicht. Also, ich mache jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns nachher später oder im nächsten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Heute ist Freitag. Heute ist schon Freitag. Ja, die Woche schon wieder um. Also es geht so schnell. Und ich erwische immer den Tag, wo ich frisch Haare wasche. Und was ist das hier? Hier, die Haare machen heute, was sie wollen, selber. Ja, vielleicht gehe ich dann nachher nochmal mit dem Glätteisen rüber. Ja, auf jeden Fall habt ihr immer das Pech, dass ich hier frisch gewaschene Haare habe. Sieht immer aus wie so ein Wuschelkopf, wenn ich hier irgendwie anfange, die Kamera auszuholen. Ja, heute werde ich nochmal ein bisschen euch mitnehmen. Heute werde ich noch ein bisschen kreativ sein. Ich werde die Karten fertig machen. Ich habe hier die kleinen Otter schon ausgeschnitten für die Karte. Ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich so draufklebe oder nochmal neu draufstempel. Das muss ich einfach sehen. Aber ja, ansonsten versuche ich heute nochmal mein Bullet Journal Setup fertig zu machen und euch aufzunehmen. Nächste Woche ist die LBM. Bin schon ein bisschen wehmütig, dass ich nicht dabei bin und dass die anderen alle ja, da sein werden. Ich wünsche meinen ganzen lieben Kollegen sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß. Liebe Maren und die Mädels von den Novakis und so. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen traurig. Ich wäre auch gerne als Besucher hingefahren, aber ich bin das Wochenende jetzt bei Jenny in Düsseldorf. Ich hoffe, dass es dann auch wieder Weekly Vlogs gibt und nicht nur diese Monthly Vlogs. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt so, wie gesagt, alles abdrehe, alles abschneide und dann wieder auf dem neuesten Stand bin, so rum. Genau. So, meine Lieben, ich bin jetzt am Kochen. Das Fleisch brutzelt hier schon vor sich hin. Ich brate das immer in Kokosöl an. Und dann kommt gleich das Gemüse dazu. Da habe ich hier schon alles hingelegt. Ich wasche sogar den Mais jetzt mittlerweile immer ab. Ich habe ihn früher nie abgewaschen. Aber ich letztens einmal beim Auskippen da so einem, naja, so was ekliges, schleimiges drin hatte, wasche ich den jetzt wirklich immer. Und ja, dann kommt noch die Kokosmilch mit rein. Ja, ihr könnt nach Belieben mit Fleisch oder ohne Fleisch machen, das könnt ihr selber entscheiden. Dann eben Gemüse eurer Wahl. Da kommen bei mir heute Mais, die restlichen Karotten, Frühlingszwiebeln und noch Erbsen dazu. Und jetzt koche ich den Quinoa. Quinoa ist sowas wie Reis, es wird dann einfach auch mit Wasser gekocht. Dann wird da ein bisschen, quält ein bisschen. Und ja, schmeckt halt ein bisschen anders. So ist ein bisschen vom Geschmack her. Wie so Hirse, also ein bisschen erdig eigentlich so vom Geschmack. Man muss ihn sehr, sehr gut waschen, weil wenn ihr den nicht gut genug wäscht, dann schmeckt er bitter. Dann muss natürlich, wie ähnlich beim Reis auch, diese ganze Stärke raus. Ja, und dann könnt ihr den ganz normal dazu essen wie Reis. Und ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne, diese Currypfanne. Kommt natürlich, wenn die Kokosmilch dann reinkommt, kommt noch ein bisschen Currypaste rein. Ja, und das war's eigentlich. Mehr kommt da gar nicht rein. Und das kann man total viel variieren. Das kann man mit Kartoffeln essen, das kann man mit Reis essen, das kann man mit Quinoa essen. Ich habe jetzt noch Rest Quinoa und ich hatte auch Lust auf Quinoa. Und Quinoa hat halt auch sehr, sehr viel Eisen. Und deswegen lohnt sich das auch, den immer mal zu essen. Mit Salz und Pfeffer und dann haue ich da noch so ein bisschen Asia-Gewürze mit rein. Ja. Und dann dürft ihr selber entscheiden, ob ihr noch Chili oder irgendwas reinmacht, ob ihr scharf wollt oder nicht so scharf wollt. Ihr wisst ja, ich esse nicht so gern scharf. Matthias hat letztens zu viel von seinem Turbo-Gewürz reingehauen, also war wirklich Turbo. Ja. Und jetzt warte ich, bis das Hütchen durch ist, dann kommt das Gemüse hinzu. Ja, und dann wird das einfach nur 20 Minuten, lasse ich es köcheln und dann ist es fertig. Der Quinoa sollte nur kurz aufkochen und dann solltet ihr ihn lieber bei konstanter Hitze einfach vor sich hin köcheln lassen, beziehungsweise dann einfach quellen lassen, weil sonst brennt er euch unten an und das ist ja nicht so gut. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Das köchelt jetzt vor sich hin. Ich habe auch gut Currypaste dran gemacht. Es ist doch ein bisschen schärfer geworden, als ich wollte. Aber schmeckt gut. Und ja, noch ein bisschen Currypulver reingemacht. Und das köchelt jetzt einfach so ein paar Minuten noch vor sich hin, wenn der Quinoa noch zieht. Und dann ist es eigentlich in den nächsten 10 Minuten auch schon fertig. Ja, durch die Kokosmilch dickt das Ganze so ein bisschen ein. Ja, wie gesagt, das könnt ihr, das ist so easy gemacht und schnell. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall weiterhelfen. Mal was Neues zu probieren oder was Einfaches zu kochen. Bin ja auch nicht so die Köchin. So ein paar Dinge kann ich dann doch schon und habe ich auch ganz gut drauf. Und das schmeckt mir dann auch gut. Und wie gesagt, man kann da alles reinhauen. Ja, die Möwen da hinten sitzen auf dem Dach und lassen sich in der Sonne gut gehen.
Und ich habe gerade hier alles abgewaschen, was hier noch so rumstand. Und ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich habe den Instagram-Mädels auf jeden Fall schon erzählt. Der Scrub Daddy ist derzeit mein liebster Schwamm. Ihr könnt den für alles benutzen. Der ist ein sehr, sehr merkwürdiges Material, aber der ist halt sehr robust und stabil. Man kann ihn sogar in die Waschmaschine schmeißen und waschen. Und man hat dieses Smiley-Gesicht, um damit auch arbeiten zu können. Und in den Mund zum Beispiel kann man so Löffel und Besteck ganz gut sauber schrubben. Ich liebe ihn sehr. Ich werde ihn jetzt immer kaufen, weil man kann ihn für so viele Sachen benutzen. Und wie gesagt, der ist von der Konsistenz her sehr, sehr fest, aber er kratzt auf keine Materialien. Ich habe damit mein Ceranfeld noch nie so sauber bekommen. Ja, also Mr. Scrub Daddy, super Empfehlung. Und danke Shark Tank, dass ich dich da entdeckt habe und dass ich gesehen habe, dass die endlich besitzt. Ja, also ja, so kleiner Haushaltstipp am Rande. Guti, ja, was mache ich denn jetzt noch, solange das vor sich hinköchelt? Werde ich hier nochmal ein bisschen aufräumen und dann werde ich auch schon mal meine Sachen gleich einpacken, die ich heute Abend mitnehmen möchte. Weil es demnächst schon wieder, es ist jetzt 4, genau, um 6 muss ich hier los und ich habe so einen Hunger. Ich muss jetzt unbedingt essen. Guckt euch lieber irgendwie meinen letzten Vlog oder so an, wenn ihr Bock habt. Das war auch cool. Da waren wir in Rita Ora Konzert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Und da war Matti auch mehr zu sehen. In diesem Vlog ist jetzt Matti wirklich wenig präsent. Mal gucken, ob sich das noch ändert.